Hallo zusammen, ich bin's wieder, Marcel, Community-Moderator im Team von Writing Bull. Und wir starten direkt rein in die nächste YouTube-Folge mit Infraspace und schaffen jetzt hoffentlich die 1000 Burger der Stufe 4, sodass wir dann neue Bedürfnisse, neue Produktionsketten für die fünfte Stufe freischalten können. Und da können wir auch direkt hineinsteigen. Einmal kurz nachschauen, wir hatten vorhin oder in der letzten Folge diese Häuser noch gebaut. Die sollten jetzt langsam alle aufsteigen, sodass wir in der Startstufe fast auf die 1000 Burger jetzt gleich kommen werden. So. Sauerstoff und einfache Mahlzeiten kommen. Das heißt, die werden auch gleich hochgelevelt werden. In der Forschung gehen wir gerade auf die Züge. Ich würde vielleicht sogar noch kurz auf die Motoren wechseln, weil wir vielleicht doch schon die großen Bagger relativ früh brauchen. Züge haben wir jetzt gerade noch nicht den akuten Bedarf, weil wir haben ja gerade erst die Autobahn gebaut und die Forschungspunkte gehen uns ja nicht verloren. Also die Forschung ist ja schon bis hierhin und dann können wir sie, wenn wir sie wirklich brauchen, relativ schnell freischalten. So, Haushaltsgeräte fehlen hier noch. Sauerstoff, einfache Mahlzeiten, das wird aber alles langsam angeliefert. Dann können wir hier noch ein bisschen gucken. Wir haben jetzt eigentlich schon die ganze Stadt in diesem Auszeichnungsblock optimiert. Dann würde ich auch das hier rechts noch ein bisschen hübscher gestalten. Und das noch ein bisschen umbauen. Während im anderen Stadtgebiet unsere Einwohner siedeln. Jetzt erstmal auf Seite packen hier. Und dann machen wir das hier auch ein bisschen kompakter. Ich weiß übrigens gar nicht, wenn man jetzt nochmal neu anfangen würde, ob man dann automatisch schon so baut, wie wir jetzt sind, oder ob das wirklich so ein Feature ist, das wirklich gewollt ist, dass man umbauen muss. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht war ich damals noch nicht schlau genug, weil ich das Spiel noch nicht gut genug kannte, oder es soll wirklich immer so gemacht werden. Da hatten wir die hingestellt. Dann könnten wir das hier eigentlich genauso machen, dass wir rechts neben den Wohnbereich die Luftfilter stellen und die Farm. Mal kurz auf Seite parken. Vielleicht hier auch einfach schon mal was vorplanen und dann können wir hier wieder unsere Einbahnstraße machen. Die noch einmal umdrehen. Und dann die Luftfilter und die Farmen da dran. So, ein bisschen puzzeln. Den einen hier auch noch. Das trägt ein bisschen länger. Und in weiser Voraussicht noch ein oder zwei Luftfilter daneben bauen.
Dann ist die Straße hier vielleicht auch überflüssig. Das kann man noch ein bisschen hübsch machen. So. Und den fehlt Strom. Gehen wir noch mal in das Overlay. Machen das einfach mal so. Ich könnte generell mal gucken, was hier noch so alles drin ist. Gebäudeeffizienz. Also alles scheint zumindest auf 100% zu laufen oder geboostert zu sein. So würde ich das interpretieren, wenn es grün ist. Die sind belegt, die haben wir neu gebaut. Okay, rot heißt also, hier fehlen noch Einwohner. Strom ist klar, Windkraftwerke ist klar. Erdanreicherungsanlagen. Das müssen wir bestimmt noch freischalten. Recycling. Hightech-Werkzeuge. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Straßen sind rot. Heißt rot, dass es einfach nur Straßen sind? Ich glaube schon. Und Autos. Vielleicht kann man also so Feedback an die Entwickler noch irgendwie so rot, grün, gelb für Straßen, die ausgelastet sind oder wo kein Auto fährt und sowas. Fände ich ganz cool. Nicht genug Strom. Ach so, und das Windrad ist nicht am Stromnetz angeschlossen. Ich glaube, das können wir auch getrost entfernen. Hier fehlt uns wieder ein Sonnenpanel, ein Solarkraftwerk. Vielleicht kriegen wir noch mehr Kabel hier hin. Hier passt keins mehr, da ist die Ecke im Weg. Dann machen wir hier oben noch eins. Vielleicht relativ nah an die Straße ran. Eins daneben. Und als nächstes müssen wir uns dann ein neues Solargebiet besorgen. Vielleicht packen wir die auch immer hier oben hin. Wir haben uns schon ziemlich zugebaut hier. Macht der Ausbau. Stufe 2 haben alle Gebäude erreicht, außer die hier. Das steigt aber gleich auf, das auch. Die Stufe 3, die sind interessant, weil wir wollen ja Stufe 4 haben. Sauerstoff, Haushaltsgeräte und Park ist hier ein bisschen gering. Gut, der Park hier oben ist natürlich auch relativ weit weg für die hier unten wohnen. Vielleicht machen wir hier noch so einen Park hier zwischen. Oh, Stadion. Da freue ich mich auch schon drauf. So, dann machen wir aber die Straße hier auch noch rum. Die sollte auch hier angeschlossen sein. Ups, da. So. Könnte was werden. So, und Hausgeräte fehlt denen auch noch. Hausgeräte haben wir hier oben. Jetzt hätte ich eine spannende neue Idee.
Also jetzt hier oben das weiter auszubauen, damit die dann komplett hier durchfahren, finde ich irgendwie so ein bisschen, was ist denn, wenn wir sagen, wir teilen diese Autobahn hier so ein bisschen auf und machen hier nochmal so einen Strang Autobahn dran vorbei. Und bauen dann dahinter nochmal so ein Industriegebiet. Also ähnlich wie das hier ist, nur einmal gespiegelt. Könnten wir auch bald hier neues Kupfer erschließen. Gut, Schwefel ist hier so viel, dass wir den gar nicht brauchen. Aber dann könnten wir uns nämlich langfristig auch von dieser Mine hier so ein bisschen aufteilen. Und könnten uns hier hinten was holen. Dann würde ich das, wie Andreas es gerade auch im Chat schreibt, noch ein bisschen wirklich Platz lassen. Und dann hier so ein zweites Dorf machen, was dann irgendwann da reinwächst. Oder dran wächst, dass das dann harmoniert. Ich glaube, Kupfer brauchen wir auch gleich wieder. Na, hier ist Kupfer. Hausgerät und Sauerstoff. Während der Chat darüber nachdenkt, löse ich kurz das Sauerstoffproblem. Wo wir das machen. Das können wir auch hier weiterführen. Obwohl. Ich würde es hier weiterführen. Das passt alles. Gleich haben wir auch den magischen Moment erreicht. Ich lasse das hier mal so lange offen. Im Chat wird darüber diskutiert, ob wir das machen sollen oder nicht, wegen neuen Produktionsketten, die vielleicht noch kommen, dass wir nicht wieder alles umpuzzeln müssen. Ich weiß nicht, ob wir... Ah doch, wir können im Vorfeld schon sehen, was da auf uns zukommt. Ich kann allerdings jetzt nicht drüber hovern, welche Rohstoffe das sind. Also es gibt da oben diese Hexfelder. Anscheinend werden da ehemalige Sith-Let's Plays auseinandergebaut. Motoren. Nanoröhrchen sind das, okay. Das wird uns aber alles noch nicht stören. Heimroboter wird schon interessanter, da braucht man nämlich auch Mikrocontroller und Motoren. Ja, also die müssen wir noch mit reinwursteln. Die auch. Ja, also die hier, Heimroboterfabriken und Industrieroboter, müssten wir dann zusammen mit den Grünen abwechselnd bauen. So, hier fehlen noch 4 Einwohner. Das steigt alles auf. Glückwunsch, deine Stadt hat gerade Level 4 erreicht. Du kannst jetzt neue Technologien erforschen. Juhu! Sehr, sehr schön. Motoren fast fertig. Selbstreinigen Solarzellen. Wenn sich die Solarzellen reinigen, werden die Solarkraftwerke der Stadt viel mehr Strom erzeugen können. Da sollten die erstmal die Kabel wegmachen, da kommt da auch mehr Sonnenlicht dran. Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Dünger. Erdanreicherungsanlage. Und hier brauchen wir auch schon gelbe Wissenschaftspunkte, okay. Und die schalten wir wiederum frei über die Nanoröhrchen. So, und hier haben wir die Lebensmittelverarbeitung. Die schaltet aber auch schon die Düngeranlage frei. Das heißt, der Dünger ist nur eine Verbesserung. Dann würde ich sagen, springen wir gleich dahin. So. Einmal kurz gucken. Sauerstoff ist da, okay.
Haushaltsgeräte. Haushaltsgeräte müssen wir fixen, sonst steigen die nicht auf. Dann würde ich das mit dem neuen Gewerbegebiet noch kurz vertagen und hier das alte noch leicht ausbauen. So. Auch das hier kann eigentlich so eine coole Einbahnstraße werden. So, jetzt kann es dann das Mikrocontroller fehlen. Wer hätte es gedacht? Und dann fehlen hier auch gleich Computer. Da können wir unseren Bürgern mal zuvorkommen. Eine Fabrik bauen. Und das finde ich jetzt echt cool, dass das so, dass das so schön gepuzzelt ist, dass das 8, 16, 24, 32 Boost bekommt. Wenn nicht sogar noch mehr. Hier hat einer sein Metermaß vergessen. Es fehlen immer noch Elektronikmodule. Das sollte jetzt passen. So, und die Roten brauchen die Grünen, sagt ihr im Chat. Dann macht das auf Dauer keinen Sinn, da eine Eimerstraße zu haben. Black Panther, vielen Dank, dass du gerade noch ein Abo verschenkt hast an Crazy Orb und auch viele Grüße an Crazy Orb. Grüß euch. Kupfer und Sand und Eisen fehlt. Also Kupfer kann nicht fehlen, da gibt es großen Überschuss. Wo ist denn hier? Da ist es. Eisen ebenso. Sand ebenso. Okay, also vermutlich nur eine temporäre Erscheinung. So kann es auch fließen. So, und jetzt ist das, was wir eben schon andiskutiert hatten, dass das hier sich langsam füllt. Wir können natürlich auch, da hier viel von dem Eisen auch nach hier geht, direkt eine Verbindung machen. Quasi eine zweite Verbindung. Dann ist das hier ein bisschen entzerrt. Es wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis das alles abgeflossen ist. Und wenn das immer noch nicht reichen sollte, machen wir hier einen Autobahnzubringer, der das noch hier, also von hier nach da fährt. Entschuldigt. Also noch immer zu wenig Computer. Naja, wird schon kommen.
Die müssen natürlich auch komplett hier durchfahren. Ja, 4 Stück in der Anlieferung und 6 Sauerstoff in der Anlieferung. Das scheint also auch zu klappen hier unten. So, Forschung. Wir erforschen jetzt die Lebensmittelverarbeitung. Motoren sind fertig. Das ist sehr schön. So, Motorenfabrik würde ich im Moment noch nicht bauen, weil wir noch keine Forschung freigeschalten haben, die auch verbaut. Das wird dann später der Fall sein. Und wir haben irgendwelche neuen Straßen freigeschaltet. Das ist zumindest irgendwas. Ah, Kies-Einbahnstraßen. Braucht man nicht. Okay. So. Mich reizt aber das Projekt von vorhin, dass wir hier hinten noch Kupfer haben. Und dass wir das irgendwie nach hier bringen wollen. So, was wäre denn, wenn wir hier nochmal so eine Autobahn machen? Dann haben wir da hier zwischen noch Luft für was auch immer. Was auch immer da alles so kommen mag. Habe ich bewusst ein bisschen geschlungen. So, einfach so mal als Gedankenlinie. Dass wir jetzt hier was Neues aufbauen und das dann langsam hier ranwächst. Dann müssen wir noch gucken, wie wir das hier verbinden. Ob wir hier einfach wieder so irgendwo zusammenlaufen, das weiß ich noch nicht, aber das sollte so die Hauptroute sein. Dann können wir hier noch neue Gebäude puzzeln und machen hier irgendwo wieder Wohngebiete. Weil das hier hinten kommt wirklich langsam ans Ende. Deswegen mit den paar Hütten, die wir hier nicht haben, die wir hier haben, werden wir auf Dauer nicht weiterkommen. Wir brauchen also massiv neue Wohngebäude. Wir haben gerade so viele Ressourcen. Lass uns das doch einfach mal machen. Solar. Von wo kommt der Schatten? Sieht man das? Und wo kommt der Schatten? Sonne kommt von links. Müssen wir uns hier vielleicht Strom verschaffen? Dann, dass wir hier vorne den Kupfer abbauen. Stück. So, fettes Stromverteilungszentrum, am besten hier. Das war nachher noch gucken, wie wir das genau legen, aber erstmal direkte Verbindung. Straße, die von hier kommt. Vielleicht doch erstmal so. Wir können ja auch hier so ein Autobahndreieck bauen.
So, ich stelle mir gerade die Frage, Autobahndreieck, wir können das so machen. Also, ihr wisst, was ich meine. Oder wir versuchen wirklich mal ein Autobahndreieck zu bauen. Das müsste ja gehen. Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen gepuzzelt, aber vielleicht wird das auch nicht im ersten Versuch direkt das schönste Autobahndreieck, was dieser Planet jemals gesehen hat. So, die rechts nach hier, die nach da. Das so. Jetzt müssen wir noch von hier rechts nach da kommen. Das können wir vielleicht auch einfach hier durchmachen. Wir gehen oben drüber. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Knülle Klaus, vielen Dank. Da ist das erste Autobahndreieck, ist es automatisch das schönste. Das ist mir ein kleiner Trost. So, haben wir noch eine Spur vergessen? Ich glaube nicht, ne? Das müsste funktionieren. Da soll sich ein Autofahrer auskennen. Ich habe jetzt, ich glaube gestern war es in dem Entwicklerblog hier gelesen, dass es demnächst zumindest sowas wie Verkehrszeichen und Ampeln und sowas geben soll. Dann wird es ein bisschen realistischer. Aber wenn man hier oben ist, hat man zumindest einen schönen Blick auf die Stadt und demnächst auch hoffentlich hier auf unsere zweite Stadt, die hier entstehen wird. Und das kriegt wirklich keinen Schulden als Preis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wenn ihr mal bei Google Maps oder so euch die echten Autobahndreiecke anguckt, die sind meistens auch nicht viel schöner. Nur so ein bisschen. Okay. Hier fließt sogar jetzt schon Kupfer in die Stadt. Was sagt die Forschung? 35. Woran hakt es denn? An grüner oder an blauer Forschung? Kann man das sehen? Ich würde mir wünschen, dass man das sehen kann. Lager voll. Ich würde sagen, da fehlt grün. Grüne Forschung, so solltest du entstehen. So, dann braucht man vielleicht bestimmt wieder Schwefel. Wissenschaftskram. Also sind im Hintergrund die kompletten blauen Wissenschaftslabore vollgelaufen und weil es keine grünen gab, kam die Produktionskette ins Stocken. Und deswegen stockt jetzt hier alles. Okay.
Tja. Vielleicht machen wir dann, damit das nicht alles hier oben rumfließt, das nach hier. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Gucken. Nein, nicht verschieben, nur gucken. Alles befriedigt. Yay. Lebensmittelverarbeitung 68%. Das läuft jetzt auch etwas schneller. Ja, die Läger hier sind wieder leer. Dann haben wir die Produktionskette auch gefixt. Hatte ich mir eigentlich hierbei gedacht. Man weiß es nicht so genau. So, gleich schalten wir diese Gebäude hier frei. Gemüsefarm. Verbraucht die Gemüsefarm Park? Sehe ich das richtig? Oder ist das was anderes? Das ist was anderes. Wo war sie? Hier war sie. Ah, Düngeranlage. Also sind diese Blätter ein Symbol für Dünger. Aus Dünger machen wir Gemüse. Das ist realistischer. Das würde ich eigentlich ganz gerne noch bauen. In diesem heutigen Stream. Ja, jetzt brauchen wir einfach nur Zeit, bis die ganzen grünen Wissenschaftspunkte produziert sind. Lager sind voll. Aber noch so ein grünes Wissenschaftslabor würde mich reizen. Packen wir die nach hier. Jetzt nochmal liebe Grüße an 375 Zuschauer. Schön, dass ihr alle da seid und dieses gemeinsame Tüfteln hier miterlebt. Freut mich wirklich sehr. So, wenn wir für die Wissenschaft Schwefel brauchen, ne, dann können wir natürlich auch den Schwefel von hier vorne abbauen. Also es ist so naheliegend. Die Autobahn wird auch rege genutzt. So, hier haben wir noch zwei Plätze frei. Mal gucken, was da Sinn macht. Elektronik, nein, blau. Blaue Wissenschaft. Das passt wiederum sehr. Wo ist sie hier? Einmal, zweimal. Forschung abgeschlossen. Wir haben Lebensmittelverarbeitung freigeschaltet und können jetzt bauen. Düngeranlage, Gemüsefarm, Fleischlabor. Das klingt irgendwie nach Gentechnik. Und eine Lebensmittelfabrik. Das haben wir alles freigeschaltet. Respekt.
So, und das werden die alle brauchen, ne? Das werden die alles brauchen. Einmal ganz kurz die Elektronik fixen. So, und dann können wir mal gucken, ob wir noch schnell hier eine Produktionskette gebaut kriegen. Wo war es? Hier. Düngeranlage. Produziert aus Schwefel, das passt sehr gut. Dünger. Schwefeldünger. Und zwar 10 Sekunden für 1. Hier brauchen wir 14 Sekunden für Gemüse. Das heißt, 1 zu 1 reicht erstmal. Dafür brauchen wir Stahl. Oh Gott, wir haben keinen Stahl mehr. Interessantes Gebäude. Stahl. Stahl könnten wir generell mal ein zweites Werk bauen. Da haben wir bisher nur eins. Das ist hier vorne Stahlwerk. Wo haben wir das erste hingebaut? Da oben. Dann kommt da auch das zweite hin. Und lass uns direkt ein drittes bauen. So, Eisenerz kommt direkt von hier. Können wir aber auch wieder ein bisschen ausbauen. Machen wir eine Einbahnstraße, die noch von hier hinten kommt. Und bauen da noch einen Erz, eine Erzmine, einen Schaufelradbagger. Nicht zu nah, dass die sich nicht gegenseitig wegbaggern. So könnte es passen. So, 23 Stahl haben wir jetzt schon. Gucken wir mal, ob das schon reicht. Gemüsefarm. 44 Stahl. Das hier braucht 30 Stahl und das braucht 35. Also 30, 60. Boah. Okay, Stahlfabrik ausbauen schaffen wir jetzt in dieser Folge nicht mehr. Ich glaube, wir müssen noch massiv in Stahl investieren für diese Ebene der Produktion. Der Plan wäre es eigentlich gewesen, das jetzt hier zu puzzeln. Allerdings schaffen wir das heute nicht mehr. Deswegen soll es das auf YouTube für diese Folge gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann.